FE13, also U13, wegen Hausmann. Ja, wir dürfen doch schon stolz sein, also vom UEFA aus, vom FCO aus, auf die Jungs. An den beiden Turnieren im Juni. Das war das SFV-Finalturnier in Ebenbruck. Und das Turnier vom Internationalen Bodensee-Fußballverband haben wir beide gewonnen. Und das heisst, wir haben eigentlich gegen Schluss von der Saison, wenn wir die beste Leistung können, abrufen. Wir waren bissig, jeder ist für ihn gegangen. Ja, und schlussendlich haben wir halt auch da drin gewonnen. Wir spielen halt gut zusammen und jeder kämpft für jeden. Ja, darum sind wir so weit gekommen, wahrscheinlich auch wegen dem Einsatz und Willen, wie wir da unbedingt gewinnen. Ich hoffe, dass die Spieler den gleichen Fortschritt machen, wie sie in den letzten 2-3 Jahren gemacht haben, auch in Zukunft, wenn es in U15, U16, U18, U21 geht. Und natürlich hoffen wir, dass der ein oder andere Fuß fasst. Hier beim FC St. Gallen oder beim FC Wiel. Aber sicher jetzt diverse Spieler mit einem Potenzial für zukünftige Super League oder Challenge League spielen. Mit Abend für Marzilland spielen. Profi werden. Zum Beispiel Bayern München oder ja, Bundesliga oder Premier League. Der höchste Spieler, so Bayern und Real. Und hier ist der Erfolgstrainer Claudio Vesio. Herzliche Gratulation. Yeah.